Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zum zweiten Mal STG Showdown im STG Adventskalender. Zu Beginn gab es ja einen über drei Saisons. Heute legen wir eine Schippe oben drauf und es wird in Zukunft noch krasser. Heute vier Saisons mit dem VfB Stuttgart bei mir auf dem Kanal und mit dabei als Gast ist natürlich der Dennis. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Der zweite Showdown von insgesamt fünf, die wir also in diesem Adventskalender gemeinsam machen. Bei mir auf dem Kanal das Ganze mit Werder Bremen, ebenfalls über vier Saisons und dann gebe ich auch wieder zurück an Chris. Da das Video wahrscheinlich lang genug gehen wird, wollen wir das Intro so kurz wie nur möglich halten. Wenn es euch gefällt, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, nicht nur hier, sondern auch bei Dennis. Link natürlich zu seinem Video findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann, um auch nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren, genauso auch für den Algorithmus kommentieren und auch weitere Videoideen oder Wünsche von euch, ab damit in die Kommentarbox. Ihr wisst sonst, wie es läuft. Ihr seht jetzt nochmal im Hintergrund ganz kurz das Regelwerk eingeblendet und dann können wir reinstarten. Ich würde gerne noch eine Sache erwähnen, ja, wenn es erlaubt ist. Und zwar finde ich sehr, sehr geil an der Stelle, dass EA Sports den Karrieremodus in vielen Aspekten bis heute nicht gefixt hat. Wir dafür jetzt aber Schnee im ganzen Menü haben. Also ich weiß nicht, ist es bei dir auch? Ich glaube ja, schon, ne? Das ist bei mir auch. Das ist mir tatsächlich zuletzt mal aufgefallen und ich dachte, das liegt am PC. Ich dachte, das ist irgendein Fehler, aber das soll bewusst tatsächlich Schnee sein, ja? Ja, das ist einfach, das kriegen die hin, aber den Karrieremodus nicht. Deswegen, Leute, das ist das Wort zum heutigen Video. Starten wir rein. Wir starten also rein und ein erstes Mal heißt es, der Timer läuft in 3, 2, 1, let's go, 20 Minuten. Unsere Mannschaft stand jetzt in Bestbesetzung, seht ihr im Hintergrund, wobei ich denke, wir könnten Mio noch hier auf die 10 tun und damit mit in die Startelf packen. Mannschaft ist solide, Nübel aber unter anderem nur geliehen, genauso auch Dennis Undorf und alle anderen Spieler drumrum. Naja, zumindest mal gemessen an den Ratings hier, ist das okay, aber vermutlich ein Abstiegskandidat. Der VfB spielt in der Realität aber unfassbaren Fußball, deutlich über deren Erwartungen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben knappe 25 Millionen, die sich natürlich erhöhen könnten durch Verkäufe. Und ich will einige Spieler auch auf jeden Fall gehen lassen. Das seht ihr hier soweit im Hintergrund. Wir wollen sehr, sehr viele junge Spieler mit ranziehen. Wir haben vier Saisons Zeit. Und deshalb hoffe ich, so im Rating-Schnitt von einer 75 jetzt aktiv werden zu können, dass wir die Mannschaft verbessern und dass meine Stimme auch nicht ganz so krass drunter leidet. Ja, denn ihr hört es vielleicht, ich bin etwas kränklich. Ich bin ein bisschen, ja, was die Stimme angeht, nicht so gut unterwegs. Aber trotzdem, Dennis, darf jetzt auch den ersten Take kurz übernehmen. Okay, Leute, 20 Minuten Timer ist am Start. Der beginnt in 3, 2, 1, let's go. Das erste von insgesamt 4 Jahren. Wir kümmern uns ganz kurz um den eigenen Kader. Im Kader steckt schon ein bisschen was am Potenzial. In meinen Augen nicht ausreichend. Deswegen verkaufen wir eben auch den absoluten Leistungsträger dieser Saison. Unter anderem Gerassi. Wir haben einen Mittelstädter, der erst neu dazugekommen ist. Darf gerne wieder gehen. Wir haben beide mal Anton, Ito, Sakadu, also drei Innenverteidiger. Und zu guter Letzt ebenfalls unfassbar krass in Form. Gerade Chris Führig. Leider aber für den Karrieremodus nicht das große Potenzial. Den Nachfolger für Gerassi, den habe ich jetzt schon an der Angel. Und es kommt der 22-jährige Sergio Camello von Rayo Vallecano. 75er Gesamtstärke und ein Potenzial von 85. Für mich relativ neu im Karrieremodus. Sagt mir, um ehrlich zu sein, gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei Chris aussieht. Ich werde aber auch in die Auswahl andere relativ neue Namen packen, die wir so in einer Auswahl, glaube ich, auch noch gar nicht hatten. Und auf der Basis muss Camello also hoffentlich die Snipe-Phase überleben. Der erste Monat ist rum und der Ausverkauf liegt hinter uns. Mit Bredlo haben wir 1,5 Millionen eingenommen. Für Stenzel 2,5. Knappe 500.000 für die oder von den Go-Ahead Eagles. Das Ganze für Meier. Eckloff haben wir hier verliehen. Dann haben wir Schock verkauft. Wir haben Ulrich verliehen. Wir haben dann Führig für 9,3 zu Everton verkauft. Carasso 3,6 Liga intern nach Freiburg. Zagadou zu Empoli für 7,3. Dann haben wir Jong hier für 4,85 zu Famalicao auf jeden Fall hergegeben. Und Nate zu LAFC für 3,75 Millionen. Bedeutet jetzt unterm Strich, wir haben hier Geld 55. Das sieht nach mehr aus. Wobei man natürlich hier einige Spieler ersetzen muss. Auch ein Rouen ist nur geliehen. Bedeutet auch, er würde am Ende der Saison wegbrechen. Wir können auf jeden Fall mit einem neuen linken Mittelfeldspieler planen. Das ist ganz klar. Ich will auch einen neuen Zehner und will eigentlich auch einen neuen Innenverteidiger. Rouen nur geliehen. Waldemar Anton, der in der Realität überragend spielt, ist leider 3 Monate raus. Heißt also, wir haben Handlungsbedarf. Und genau das ist jetzt der nächste Schritt. Knapp 12 Millionen und Carasso im Tausche reichen aus, um James Garner, ich glaube ein ehemaliges Manchester United Jugendtalent, mittlerweile von Everton loszueisen. Unsere eigentliche Formation musste ich nämlich auch umstellen. Dazu dann am Ende mehr, wenn ich euch die endgültige Mannschaft präsentiere. Diese Formation benötigt einen neuen Zehner und da holen wir ein Talent von Schachter Donetsk mit Sudakov. Genau wie Camello, ein Spieler, der mir aus dem Karrieremodus nicht so viel sagt. Ich hoffe aber, dass wir ihn behalten dürfen und dann im heutigen Video mal so ein wenig austesten können. Dreierschlag auf dem Transfermarkt. Bafode Diakite ist der erste Neuzugang. Gelernter Rechtsverteidiger, ich glaube von Stade Reims, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier ist dann auch Serhou Guirassy, der kennt der Liga oder der kennt die Liga. So rum. Und da kommt er jetzt her. Diakite ist eigentlich RV, kann aber wohl auch IV. Das zumindest ist meine Hoffnung. Denn er soll
soll Waldemar Anton ersetzen. Der Premier League-Absteiger aus Leeds, ja, der hat einen richtig guten Flügelspieler. Das ist, glaube ich, ein niederländischer U21-Nationalspieler, Summerwile oder Summerville. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. 21 Jahre jung, 74er Gesamtrating, kostet uns 10,5 Millionen und ist der Ersatz für den zuvor, ich glaube, für einen fast ähnlichen Betrag verkauften Chris Führig. Mit dem Unterschied, er ist 2 Jahre jünger, kriegt durch Positionswechsel oder Positioning Change natürlich direkt mal +1 oder sogar +2, hat das deutlich bessere Potenzial und das hinsichtlich der Zukunft in 4 Saisons natürlich ausschlaggebend wichtig, also ganz extrem. Und der dritte Transfer, Enzo Mio im Tausch, 5 Millionen obendrauf, das Ganze für Fabian Rieder. Der kommt, glaube ich, ja ursprünglich, ich meine, aus der Schweiz, müsste auch Schweizer Nationalspieler sein, zumindest meinem aktuellen Wissensstand nach. Und der hat eine 74, auch ein super Potenzial, da haben wir natürlich danach geschaut. Auch Mio hat gutes Potenzial, allerdings hat 2 Ratingpunkte weniger als Rieder und wir wollen uns ja schon auch im Hier und Jetzt verbessern. Auch wenn meine Bedenken wahrscheinlich nicht ganz unbegründet sind hinsichtlich eines möglichen Abstiegs, denn zumindest gemessen an unseren Ratings hier sind wir eine Mannschaft, die wahrscheinlich eher in der unteren Tabellenhälfte dann zu finden ist. Auch Angelo Stiller performt gerade in der Realität beim VfB Stuttgart richtig gut. Sebastian Hoeneß nimmt seinen Schützling mit von Hoffenheim, also nach Stuttgart, und es läuft richtig gut. Ähnlich wie bei Führig und auch anderen Spielern fehlt aber so ein bisschen die Gesamtstärke und Potenzial für einen Karrieremodus. Und deswegen tauschen wir ihn ein und holen dafür Christian Medina aus Argentinien. Obendrauf müssen wir sogar noch 8 Millionen Euro zahlen. Und das, obwohl das Upgrade echt relativ sparsam ist. Um genau zu sein, eine Gesamtstärke, dafür aber viel, viel mehr Potenzial. Enzo Leodis soll dann das letzte Puzzleteil im Mittelfeld werden. Was im Umkehrschluss jetzt aber nicht bedeutet, dass wir bereits fertig sind, denn es fehlen noch ein Innenverteidiger und ein neuer Linksverteidiger. Dann sind wir aber durch. Die Spieler, die ursprünglich mal nur geliehen waren, wollen wir jetzt zumindest im Kern fest an uns binden. Alex Nübel ist dementsprechend jetzt der erste Neuzugang. Es ging gerade mal 8 Millionen nach München. Das sind 3 weniger als der eigentliche Marktwert aufgrund einer Weiterverkaufsgebühr. Ich würde jetzt aber zumindest mal behaupten, dass alle die Spieler, die eigentlich geliehen waren und sowieso ein Jahr hätten bei uns spielen können, jetzt dann auch nicht mit in die Fünferauswahl kommen. Die werden dann Rieder, die werden Summerville und die werden Diakité. Und dementsprechend ist das jetzt eben Zusatz und einfach so ein Stück weit mehr Festigung für die Zukunft. Denn auch Dennis Undaff wechselt jetzt fix also zum VfB Stuttgart. In der Realität beträgt die Kaufoption wohl so rund 12 Millionen. Vielleicht ja auch potenzieller Nationalstürmer für unsere EM zu Hause in Deutschland, im eigenen Land. Er hat sich ja für die deutsche Nationalelf entschieden, auch nach Rücksprache mit Julian Nagelsmann. Ich freue mich auf ihn, auch ich freue mich für ihn, was er in der Realität leistet. 7,5 Millionen, hat zwar nur eine 75, ist auch schon 27, aber trotzdem, wir brauchen ihn, wenn nicht jetzt in der Startelf, später vielleicht als Backup, einfach anstelle hinter Girassi und vielleicht einem weiteren neuen zweiten Stürmer. Ey, das ist ein 75er-Spieler und er akzeptiert 30.000 Euro die Woche nicht. Chris, bitte zensieren an der Stelle, du fetter Hurensohn. Junge, wie kannst du 50.000 bei Juve verdienen? Da sitzt du auf der Tribüne, Digga, aber ja, für 30.000 bei Stuttgart, Digga, da wechselst du nicht hin. Selbe Gesamtstärke, Diomande nimmt aber das Vertragsangebot an. Ach Leute, ich check den Karrieremodus manchmal nicht. Wahrscheinlich sitzt so ein Spieler lieber auf der Bank, verdient aber 20.000 mehr, aber ach nee. Hören wir einfach auf. Lass mir das Thema sein. Zu guter Letzt schaffen wir es dann auch noch, Mittelstädt einzutauschen und holen mit Björn Meyer eines der größten Linksverteidiger-Talente im Karrieremodus von Club Brügge und sind damit jetzt auch endlich durch. Und somit war es das dann eigentlich auch schon mit Transfersommer Nummer 1. Es kommen insgesamt nochmal Minimum 3 weitere Transferfenster und 3 weitere Transfersommerfenster mit dazu. Ob im Winter noch was passiert, weiß ich nicht. Es gibt nochmal eine minimale Änderung, denn Ito hat jetzt die Binde um. Waldemar Anton fällt für 3 Monate aus. Ich könnte mir vorstellen, der Japaner verbessert sich bis dahin und ist dann eigentlich vor Waldemar Anton, mal rein individuell betrachtet. So mit Maxi Mittelstädt nach links, hinten rechts Joscha Wagnoman. Mannschaft, die solide ist, die ausbaufähig ist. Jetzt aber erstmal primär mein Ziel drinne bleibt in der ersten Liga. Und dann wollen wir uns nach und nach verbessern, nach und nach auch mehr Geld hoffentlich auf dem Konto zur Verfügung haben und halt Spieler natürlich auch so ordentlich durch die Decke geschossen bekommen, dass das Potenzial natürlich ordentlich greift. Ja, 5 Millionen jetzt noch, vielleicht investieren wir das in die Jugend, aber ehrlich gesagt würde ich das eher auf dem Konto lassen, um es dann im nächsten Jahr hoffentlich einmal mehr mit ausgeben zu können. Und damit sieht die Mannschaft im Endeffekt also folgendermaßen aus. Wir haben die Viererkette mit insgesamt 2 neuen Namen, Diomande und Meyer. Wir haben Wagnermann und der Kollege hier, der geliehen ist. Den wollte ich auch unbedingt einsetzen, deswegen haben wir eben auch so viele Innenverteidiger verkauft. Wir haben ein, ja, komplett neues Mittelfeld, Vierer-Mittelfeld mit Ghana, Medina, Loyodis und Sudakov. Und vorne im Sturm, da kommen wir nämlich zum Punkt, wir müssen eine Doppelspitze spielen, weil sich Girassi einfach nicht verkauft hat. Dementsprechend also Cameo hier als Doppelspitze, Sturmpartner neben Girassi eben, bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Ich hoffe, beide können performen, beide schießen Tore, genauso wie Undaff und Girassi es gerade in der Realität machen. Hoffen wir, dass es mit Cameo und Girassi genauso klappt. Die erste Sommertransferphase liegt also hinter uns und wir starten direkt rein, denn wir werden noch ganz häufig genau in dieser Konstellation da sein. Dennis, obligatorische Frage, wie viele Neuzugänge sind es bei dir?
obligatorische Antwort. Ich muss nachzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7? 7. Okay, ich habe gerade mal 3 in Klammer 5, denn ich habe 2 Spieler vom Ursprungskader fest verpflichtet. Ich habe gerade schon raten? Ja. Ungar von Nübel, ne? Ganz genau, ja, tatsächlich. Okay, ja. Okay, check. Finde okay, ich gut. Dann starten wir aber trotzdem natürlich rein, denn 3 Fünfer-Auswahlen gibt's. Dennis ist der Gast, erste Transferphase, schieß gerne los. Genau, denn ich kann schon mal sagen, ich habe die Live von UNDAF aufgelöst, spiele aber im Endeffekt trotzdem mit Doppelspitze, weil Gerassi sich leider nicht verkauft hat. Spielt aber relativ wenig Rolle für meinen Transfer, den ich getätigt habe. Der wäre so oder so am Start gewesen. Wir haben auf der Liste, sehr erfrischend, mal neue Namen. Wir haben Dalinga von Toulouse, 75er Gesamtstärke. Sagt er dir was? Bestimmt, aber vielleicht irgendwo schon mal gesehen, aber es sagt mir jetzt so. Ja, ich denke, ist Niederländer. Dann haben wir aus Georgien Mikau Tatze. Wir haben Krištović von Lecce. Dann haben wir Cameo von Rayo Vallecano. Kano und Velis von den Spurs. Ja, Velis ist stark, aber ich nehme den zweiten da. Mikau Tatze. Ja, ich kenne den irgendwoher. Der hat in Frankreich gespielt und ist jetzt zu Ajax gewechselt. Ja, ja, genau, genau. Der ist so 24 oder so, oder? Genau, nee, 22. Ah, 22? Okay. Ja, ja, genau. Aber mit einer der Jüngeren. Ja, aber den nehme ich auf jeden Fall, weil den hatte ich damals auch irgendwo mal in der STG und der ist mir hängen geblieben und deshalb nehme ich den jetzt mal mit. Okay, dann darf ich Sergio Cameo behalten, der ebenfalls 22 ist und ebenfalls eine 75er Gesamtstärke hat. Also dann nehmen die beiden sich gar nichts, Mikau Tatze und er. Aber ja, ich habe mich für den richtigen entschieden oder du für den falschen, wie man es auch drehen möchte. Okay, alles klar. Dann mache ich doch direkt mal weiter. Und was du gerade vorhin angesprochen hattest, irgendwie wirklich erfrischend, mal ganz andere Namen hier zu sehen. Wobei einige überschneiden sich vielleicht, aber ist echt richtig cool. Ich habe einen neuen Zehner, ich habe einen neuen Spielmacher. Und zur Auswahl für dich einmal Fabian Rieder. Es geht weiter mit Colpani. Das ist der von Monza, Zehner, ZOM, also Italiener hier. Ja, gar nichts, aber ist gut. Weiter. Hast, glaube ich, aber auch schon mal eine Fünfer-Auswahl gehabt. Dann haben wir noch Farias, wir haben Cherki und wir haben noch Sucic. Ich gehe mal auf Cherki, einfach weil ich letztens mal was gelesen hatte, dass der im Winter wahrscheinlich Lyon für irgendwie 15, 20 Millionen um den Dreh verlassen könnte. Das kann er bei mir wahrscheinlich dann tun, denn Lyon hat die Chance, ihm auch noch im Winter natürlich zu verkaufen, denn ich habe Fabian Rieder verpflichtet. Ah, okay. Und ich dachte, komm, ich gehe mal so ein bisschen ausgefallener oder ein bisschen unscheinbarer, was aber, glaube ich, ganz cool ist und wie du ja schon gesagt hast, sehr erfrischend für diese STG. Dann dürfen wir die ersten zwei Picks behalten. Dennis, mach gerne weiter. Genau, dann mache ich sie direkt mal gleich und komme auch zu meiner 10er-Position. Da habe ich auch was getan. Ich spiele 4-1-2-1-2 enge Raute und habe einen neuen 10er geholt anstelle von Milo. Wir haben auch Fabian Rieder als Anfang direkt mal hier auf dem Zettel. Dann haben wir zwei Ukrainer, ich kann schon gar nicht mehr reden, mit Sudakov und Bondarenko, beide von Schachter Donetsk, beide 75 und ich glaube beide 22. Ja. Wir haben Baturina mit geänderter Position, da müsste er, glaube ich, noch eins steigen und das gleiche gilt für Asen Zakarian. Zakarian, wie auch immer. Wobei, Zakarian würde ich ausschließen. Ich habe natürlich alle auch gerade auf der Liste oder auf der Suche nach einem neuen Zehner gesehen. Ich würde mit einem der beiden Ukrainer-Boys gehen. Okay. Und ich gehe nicht mit Sudakov oder wie der eine heißt, sondern ich gehe mit dem, der mit B anfängt. Bondarenko. Jawohl, den würde ich einloggen. Puh, da darf Sudakov leben. Nein! Sudakov lebt, bra! Ey, da war ja aber mal ganz kurz hier... Das war wirklich... da ist das Herz auch mal ganz kurz in den Hosenbereich gerutscht. Ja, Mann, ey. Bittere Angelegenheit, aber gut natürlich auch für dich. Naja, ist, glaube ich, auch ganz gut für die STG. Denn wenn die Neuzugänge da bleiben dürfen, ist es dann auch für die Zukunft, finde ich zumindest, richtig, richtig geil. Ich hoffe, das trifft auch auf meinen zweiten Spieler zu. Zur Auswahl gibt es auf der Innenverteidigerposition Isak Hien oder Hien, also ein Schwede von Hellas Verona. Wir haben dann hier Nathan Collins. Wir haben natürlich Maxence Lacroix oder wie auch immer man das Französisch dann im Vornamen ausspricht. Wir haben Scalvini, den kennst du natürlich auch. Und zu guter Letzt noch Bafo de Diakite, der kommt ursprünglich mal von Lille. Gib mir den Schweden am Anfang, Hien. Gib mir den Schweden, ah, okay, dann ist es auch recht unscheinbar. Ich bin aber mit dem anderen unscheinbaren gegangen und es ist der letzte aus dieser Fünfer-Auswahl geworden, mit Diakite. Habe ich zuvor noch nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Jetzt ist er da und ich hoffe, er beweist mir, dass er der richtige Pick war. Ja, das hoffe ich natürlich nicht. Nee, klar, Spaß natürlich nur. Wir hoffen natürlich beide, dass wir erfolgreich sind. Ich ein bisschen weniger als Chris, das kann man doch ehrlich sagen. Wir kommen zu meiner letzten Auswahl. Es geht um den Innenverteidiger. Da habe ich auch einiges getan und wir haben einige bekannte, auch ein paar nicht bekannte Namen auf der Liste. Beginnen wir mal mit den eher Unbekannten. Wir haben Felipe Relvas von Portimonense aus der portugiesischen Liga. Ebenfalls aus Portugal kommt Diomande von Sporting. Wir haben Zingo, dein alter Bre, als Innenverteidiger mittlerweile. Das ist für mich zumindest neu. Und zwei mehr als bekannte Namen sind dann Scalvini von Atalanta und Colwell von Chelsea. Oh Mann, okay, das ist ganz bitter. Da ich es aber kurz halten möchte, würde ich mit der goldenen Mitte gehen, mit einem ehemaligen Bekannten, mit Singo.
Wilfried Zengo. Okay, das habe ich auch gehofft, denn ich habe Dio Mandé verpflichtet. Meine Innenverteidigung ist auch sehr mau. Also das wäre jetzt die Leih-Innenverteidigung aus Roald und Stergio, wenn du mir den weggesniped hättest. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass es dann doch Dio Mandé und Roald in der Innenverteidigung ist. Okay, alles klar. Dann schießen wir doch mal weiter los hier mit dem Flügel, denn meine Stimme, die lässt nach und nach irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig. Aber auf dem Flügel habe ich nachgelegt. Und es gibt auch hier richtig geile Talente. Wir haben einmal Pedro de la Vega. Wir haben dann hier Keito Nakamura. Wir haben dann ein Crescencio Summerville. Ich weiß nicht, der Niederländer von Leeds auf jeden Fall. Wir haben dann Wilfried Nyonto und zu guter Letzt noch Jakub Kaminski, Liga-intern von Wolfsburg. Oh, wer war nochmal der Erste? Der Erste war de la Vega. Ja genau, de la Vega, Nyonto oder Kaminski, die habe ich so ins Visier genommen. Vielleicht freust du dich jetzt, vielleicht auch nicht. Und ich gehe im Endeffekt mit, ich habe ihn letztens erst verpflichtet, mit Juve, deswegen, ich gehe mit Nyonto. Ja, dann habe ich mich schon recht früh gefreut, denn es ist Summerville oder Summerville geworden. Ah, okay. Aufgegangen. Das war dann auf jeden Fall dementsprechend all meine Transfers. Die sind ja bei mir bereits bekannt, bei dir noch nicht, weil es sind ja deutlich mehr gewesen. Du hast ja die Kaufoption nur gehabt. Ich habe verpflichtet, als Linksverteidiger, mein letzter Transfer ist Björn Meyer. Wir haben fürs Mittelfeld absolute 75er Gesamtstärken neben Sudakov, Loyodis, Medina aus Argentinien, ja. Christian Medina, gegen Stiller eingetauscht. James Garner ist dann mein Sechser, Cameo als Stürmer hatten wir und ja, das sind dann alle meine Transfers. Okay, dann sind es tatsächlich bekannte Gesichter von mir, denn ich war auch laut SoFIFA auf den Listen tatsächlich immer so in dem Bereich unterwegs. Ich habe zwischen 74 und 76 gesucht. Mhm. Und dann ist es doch recht identisch. Ich würde sagen, deine Mannschaft jetzt schon mit deutlich mehr Potenzial ausgestattet, also zumindest auf mehr Position. Schauen dafür wir mal. Muss ich aber nächstes Jahr noch Nübel und, okay, und darf nicht ersetzen, aber Nübel nächstes Jahr muss ersetzt werden. Da muss ich gucken, was ich an Start kriege. Ja, ich hoffe, dass der vielleicht bei mir jetzt dann auch so durchs dynamische Potenzial auf eine 80 oder so geht. Und andere Spieler natürlich auch Schritte nach vorne. Ihr habt vielleicht jetzt auch Dennis' Mannschaft gerade noch mal im Hintergrund. Meine seht ihr auf jeden Fall. Und dann springen wir ans Ende der Saison mit der Hoffnung, dass wir beide nicht absteigen. Denn wäre schon gut, wenn wir drinnen bleiben würden. So schnell geht's, am Ende der Saison angekommen. Ja, die Zweifel bezüglich einem möglichen Abstieg waren wahrscheinlich dann zu Unrecht. Wobei, es sind nur 8 Punkte, die mich von Platz 16 trennen. Ich habe nämlich 39 und stehe damit mit dem VfB Stuttgart auf Platz 11. Und bekomme somit unterm Strich 7 Punkte, zumindest mal was die Bundesliga angeht. Und Dennis, mehr, weniger? Ich habe, um das auch mal kurz zu sagen, 23 Punkte Abstand auf die Relegation, also auf den 16. Und bin Sechster tatsächlich. Stark. Im Konkurrenzkampf mit Augsburg, Wolfsburg durchgesetzt am Ende. Wobei Wolfsburg auf 8 ist 11 Punkte hinter uns. Mhm. Also eigentlich war der Blick Wender nach vorne. Ging aber auch nicht viel. 6 Punkte auf Frankfurt, 8 auf Leverkusen, erster Champions League Platz. Aber das ist ein sehr ordentliches Ergebnis zum Start und 12 schmackhafte Punkte. Ja, definitiv. Also 12 Punkte an deiner Stelle, so rum, 7 bei mir. Sind jetzt schon mal 5 in der Differenz und für dich kommt nächstes Jahr direkt Europa mit dazu. Ich bin Sechster. Europa oder Conference League? Das wird jetzt Pokal, ne? Wahrscheinlich wird es Europa, oder? Nehme ich mal an, ich weiß nicht. Wer hat den Pokal bei dir geholt? Bayern. Bayern gewinnt das Ding gegen Frankfurt und selbst wenn Frankfurt gewonnen hätte, die sind sogar vor mir. Das heißt, wir spielen Europa League, oder? Ja, genau. Müsste Europa League dann sein. Und okay. Bei mir hat Leverkusen den Pokal gewonnen. Runde 2, Einstiegsrunde als Bundesliga-Team, 0-4 gegen die Berliner Hertha verloren. Heißt, für mich gibt es hier keine Punkte. Wie viel gibt es denn für dich? Ich mache sie gleich. Keine Punkte. Ich habe 3-1 gegen Düsseldorf verloren. Okay. Ja gut, dann sind wir jetzt zumindest mal im ersten Jahr eigentlich durch mit allen Wettbewerben. Im nächsten Jahr kommt zumindest bei dir ein weiterer mit dazu. Trainer des Monatspreise, nein, da steht bei mir nichts. Die Leistungen waren jetzt auch nicht sonderlich gut. Gehe ich mit. Bei mir auch eine 0. Oh, okay. Dann bleibt es also bei nur 5 Punkten Differenz aktuell mal. Naja, kommen wir zu den Spielen ohne Gegentor und das sieht bei mir nicht so gut aus. Nübel hat zwar eine 80, aber hat nur 4-mal die 0 gehalten. Da gehen wir gleich, aber hat Breglow bei dir Einsätze bekommen? Den habe ich verkauft. Simon hat 3-mal gespielt. Ja, okay, das ist wahrscheinlich noch schlimmer, aber Breglow hat bei mir 7 Einsätze, deswegen vielleicht hätte Nübel in 7 Spielen noch 1-0 gespielt, aber scheißegal, wir teilen uns den Punkt, alles easy. Dann Vorlagen ist bei mir ein maximales Trauerspiel. Ich habe eine 5. Oh, dann geht der Punkt an mich. Ich habe eine 6, gerade so. Geil, Digga, mein Zehner, so Darkov, Junge, hat einfach 11 Tore, 4 Vorlagen. Bruder, wofür habe ich dich überhaupt geholt? Weißt du, was das Wort Spiel machen bedeutet? Ja, und das mein heißt, Gott, Tore? Tore habe ich Gerassi 20. Ja, okay, stark. Gerassi hat bei mir nur 13 unter 14. Heißt, der Punkt hier geht also an dich. Und dann können wir es kurz und knapp festhalten. Nach der ersten Saison stehen da bei dir 14 Punkte und bei mir 9. Also, hat sich Gerassi bei dir verbessert eigentlich? Ist immer noch auf der 80. Ja, okay, bei mir auch, gut.
dann haben wir das mal festgehalten. Also, dann heißt es 14:9 nach dem ersten Jahr, kurz und schmerzlos. Ich muss auf jeden Fall aufholen, vor allem auch, weil für dich nächstes Jahr Europa winkt. Es muss ein bisschen was passieren. Mal gucken, was das Geld auf dem Konto macht. Das seht ihr jetzt in der zweiten Konferenzschaltung. 20 Minuten, Saison Nummer 2. Hier sind wir dann also. Und bevor wir jetzt alles abchecken, läuft der Timer in 3, 2, 1. Let's go. Die zweite Klappe, das im Hintergrund ist unsere Mannschaft. Wir haben noch im letzten Winter, habe ich erst am Ende der Saison gesehen, einen ja, Ito hergeben müssen für 19,5 Millionen. Ja, wir haben leider nur 40 und wir sind noch aus dem letzten Jahr mit über 20 Millionen rausgegangen. Das ist eine absolute Enttäuschung. Ich weiß von Dennis, und das seht ihr wahrscheinlich jetzt an dem Anschluss auch gleich noch, dass er 55 Millionen hat. Ich meine, er war auch besser, ganz klar. Aber ich habe noch mit 20 Millionen Restbudget auf jeden Fall aus dem Vorjahr eigentlich mit mehr gerechnet. Naja, dann wollen wir halt mal. Ganz so viele Möglichkeiten hat man im Endeffekt nicht. Ich will aber auch Spieler verkaufen. Anton, Undav sind wahrscheinlich so die Ansätze zu Beginn, denn Mittelstädt und Wagnermann auf Außen, die kann man durch Positionswechsel eigentlich immer noch ein bisschen pushen. Genauso auch Silas. Stiller, naja gut, plus 2 ist okay. Rieder hat auch nicht die ganz großen Schritte gemacht, nicht so wie erwartet. Von daher, es muss was passieren. Der Kader ist extrem klein, weshalb wir eigentlich auch nicht ganz so viel verkaufen könnten. Die zweite von insgesamt 4 Sommertransferphasen steht an. Der Timer beginnt wieder mal in 3, 2, 1. Let's go! Und wir spielen also dieses Jahr Europa League mit einem Budget von 55 Millionen Euro. 2 Neuzugänge sind schon mal ganz klar. Wir brauchen einen neuen Keeper und wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Transfer Nummer 1, bei dem ich aber auch nicht hoffe, dass wir ihn in die Auswahl packen müssen, einfach weil er relativ auffällig ist. Eine der besten Karrieremodus-Positionswechsel. Vielleicht verpflichten wir noch 3 andere Spieler, die mehr Gesamtstärke als er haben. Von 40 auf 77 Millionen, denn wir haben ein paar Spieler verkauft. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch Risiko, denn das sind Baustellen, die man jetzt beheben muss, natürlich durch Neuzugänge. Die wiederum sind dann natürlich auf der 5er-Auswahlliste, sodass Dennis die eventuell wegsnipen könnte. Massimo bringt knappe 5 Millionen, Anton 13,1, Perea 4 Millionen, dann haben wir Unter für 17,2 verkauft und dann Gil Diaz für 2,7. 77 Millionen für einen neuen Stürmer, auf jeden Fall. Auch einen neuen Innenverteidiger. Und dann haben wir tatsächlich sogar ein bisschen Spielraum. Also vielleicht nicht ganz so pessimistisch, sondern eher offensiver jetzt ein bisschen reingehen. Ein bisschen, ja, ich sag mal, optimistischer sein. Und genau das ist der Plan. Stürmer, Innenverteidiger, wer es wird, seht ihr jetzt gleich. Bei der Torhüterposition fiel die Wahl entweder auf Kepa oder auf ein Comeback von Bernd Leno. Damit das mit dem Comeback nicht nur in die Bundesliga, sondern gerade auch zum VfB Stuttgart ein bisschen zu auffällig ist, entscheide ich mich also im Endeffekt für Kepa. Arrizabalaga, 29 Jahre alt, 82er Gesamtstärke. 32,5 Millionen Neuzugang aus der Premier League, besser gesagt von den Wolves, und das ist Mateusz Kunja. Er kennt natürlich die Bundesliga aus seiner Zeit bei der Hertha, zwischenzeitlich mal Atletico Madrid, jetzt bei den Wolves, und ich finde es ein begnadeter Fußballer. Er hat in dem Fall ein 80er Rating und ich glaube, zumindest war das im letzten Jahr so, man konnte ihn auch zurück auf die 10 trainieren und dann ist er plus 1 oder sogar plus 2 nach oben. Vielleicht ist das so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man vielleicht auch mit Fabian Rieder jetzt im Umkehrschluss wieder hergibt. Das also ist auf jeden Fall unser neuer Stürmer. Uff, jetzt holt sich Union Guirassy für 40 Millionen Euro. Ob das die beste Entscheidung war, den dahin zu verkaufen, das finden wir noch heraus. Der Nachfolger für Guirassy ist gefunden. Selbe Gesamtstärke mit der 80, aber deutlich jünger und eben auch mehr Potenzial, was Moise Kean hier mitbringt mit seinen 24 Jahren, 80er Gesamtstärke. Wir zahlen knappe 29 Millionen an Juventus Turin. Und aufs Ersatz gefunden. Der für Anton ist jetzt auch da. Jordan Tietze wechselt hier also von der PSV jetzt zu uns. Hat einen auslaufenden Vertrag, das wusste ich nicht. Mal gucken, ob das vielleicht nicht sogar so ein bisschen zu auffällig ist, denn auch er ist tatsächlich recht untypisch. Alle anderen in der 5er-Auswahl später werden wahrscheinlich Dennis bekannt vorkommen. Auch er, logischerweise. Aber das Potenzial spricht halt eher für alle anderen. Naja, vielleicht ein bisschen auffällig, aber Tietze ist auf jeden Fall am Start für 19 Millionen. Das größte Risiko in dieser zweiten Sommertransferphase birgt der neue Rechtsverteidiger. Wir holen nämlich Buehi, oder wie der Kollege auch immer ausgesprochen wird, ihr könnt es ja mal gerne kommentieren, von Galatasaray, der sich da über eine Saison schon um 3 Gesamtstärken entwickelt hat. Und dementsprechend jetzt also bei einer 82er Gesamtstärke ist, genau das brauchen wir eben, um in diesem Jahr auch in der Europa League weit zu kommen. Und falls das schief gehen sollte mit Buehi als Rechtsverteidiger, holen wir als Sicherheit Kiriani Sabé von Club Brügge, ein kleiner Klassiker-Transfer von mir als Backup für die Außenverteidiger, kann beide Seiten spielen. Und mit Kiriani Sabé ist dann auch der letzte Deal in dieser zweiten Sommertransferphase abgeschlossen. Ein weiterer Neuzugang ist gefunden, Igor Paixão, so heißt glaube ich der brasilianische Flügelflitzer, der kommt aus der Eredivisie und das ja für nur 16 Millionen, weil wir Silas im Gegenzug also auf jeden Fall noch dazugeben. Er ist 3 Ratingpunkte besser, hat eine 79 oder
oder zwei Ratingpunkte besser als Silas zuvor. Ist, glaube ich, ungefähr gleich alt, wenn sogar ein bisschen jünger und hat natürlich ein super Potenzial, deutlich besser als das von zuvor Silas. Also, Paik Schau ist unser dritter und zugleich dann auch letzter Neuzugang. Mannschaft sieht im Endeffekt also wie folgt aus. Wir haben Kepa mit einer 82er Gesamtstärke im Tor, wir haben mit Tanganga und Boehi zwei neue Spieler für die Viererkette dazu bekommen. Mittelfeld bleibt genau gleich, wie es ist, allesamt jetzt eben mit einer 78er Gesamtstärke und vorne haben wir jetzt also nicht Girassi, sondern Ken neben Cameo. Hier sind wir also wieder angekommen, auch das zweite Sommertransferfenster liegt also hinter uns und ich habe es eigentlich ähnlich wie im Vorjahr mal wieder recht kurz gehalten und ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, es sind drei Neuzugänge. Letztes Jahr waren es ja fünf, weil zwei eben mit der Kaufoption dann zu uns gekommen sind. Dennis, bei dir waren es deutlich mehr im Vorjahr, wie viele jetzt? Fünf. Fünf? Bei dir letztes Jahr. Okay, trotzdem. Also Dennis deutlich mehr Transfers und aktuell ist auch das deutlich erfolgsversprechender als das, was ich mache. Aber naja, was nicht ist, kann vielleicht noch werden. Aber auch nur, wenn ich wahrscheinlich meine Spieler behalten darf. Und damit kommen wir zu meiner ersten Position, denn ich starte ja diesmal rein. Innenverteidiger. Ja, ich habe einen neuen geholt. Alle sind ziemlich identisch, was das Gesamtrating angeht. Einmal haben wir Marc Guehi oder Guehi, keine Ahnung, Innenverteidiger Crystal Palace. Wir haben Malik Chau. Wir haben dann Loic Bardet von Sevilla. Wir haben Jordan Thesse von PSV. Oder wir haben ligaintern Castello Luqueba. Jetzt habe ich so doll, jetzt wollte ich so doll auf meinen Moment warten, dass ich sagen kann, ich weiß mittlerweile, wie Marc Guehi, Gehi wird der ausgesprochen. Ja. Habe ich gelernt letztens, weil ich den in einem Video geholt hatte. Okay. Ja, jetzt musst du nochmal alle vier danach sagen, weil ich war zu doll darauf fokussiert, es tut mir leid. Ja, kein Problem. Danach kam Malik Chau, es kam Bardet, es kam dann noch Jordan Thesse und es ist noch Luqueba unterwegs gewesen. Wer war nochmal Nummer 2? Nummer 2, also nach Gehi oder ja. Malik Chau. Malik Chau. Ihn oder Thesse würde ich nehmen und ich gehe auf Thesse. Der ist so voll unauffällig, hat aber glaube ich auch einen auslaufenden und ordentliches Ratingpotenzial. Gehen wir auf ihn. Ja, ich habe auch recht spät gemerkt, dass der überhaupt einen auslaufenden Spielervertrag hat. Ich habe es auch kommentiert, dass ich glaube, dass der Pick an dich geht und er ist es nämlich auch geworden. Jordan Thesse habe ich verpflichtet. Ich habe nämlich im Video gesagt, auslaufender Vertrag, habe ich nämlich dann erst später gemerkt und dann auch noch, weil das so unscheinbar ist und eigentlich nie in so fünfer Auswahl kommt. Aber naja, jetzt habe ich keinen Innenverteidiger mehr, denn das war tatsächlich der eine von den zwei, die bei mir spielen. Aber egal, ja, so ist es halt eben, ist der nächste Rückschlag. Nichtsdestotrotz, Dennis, schießt du gerne mal los mit deiner ersten Fünferauswahl. Genau, Stürmerposition. Ich habe Girassi verkauft bekommen, endlich mal, für 40 Millionen an Union Berlin. Okay, keine Ahnung, woher die das Geld haben, aber sei es drum. Und alle Namen auf der Liste haben einen auslaufenden Vertrag. Wir haben Moise Kean von Juve. Wir haben... Oh, mein Timer geht hier raus. Na, der Timer, da ist er wieder am Start. Klassiker, richtig. Wir haben Pavlidis von Alkmaar. Wir haben Lucas Emecha, Liga-Intern von Wolfsburg. Wir haben Jesus Ferreira aus den MLS. Und Cucho Fernandes oder Hernandez, nee, Hernandez, ja. Hernandez von Columbus Crew, ebenfalls MLS. Okay. Hey, wer war der Erste nochmal? Der Erste, das müsste Ken gewesen sein. Ja, ich gehe mit Ken, weil also ich glaube zwar nicht, dass er es ist, aber die anderen irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich würde mit Moise Kean gehen. Ja, ich bin Chris und ich gehe immer auf die, die wir sonst auch immer nehmen und ich nehme nie irgendwen anderes, was dann immer dazu führt, dass wir gefühlt die gleichen Spieler holen. Mann, ja, natürlich habe ich Kean geholt. Ja, also ja, die nehmen sich alle gesamtstärkemäßig gar nichts, altersmäßig gar nichts, Potenzial hat er vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Mhm. Ja, aber du nimmst ihn, obwohl du nicht mal glaubst, dass ich ihn geholt habe und dementsprechend Vertrag auflösen, haust du rein, Bruder. Ja, okay, also da ist der Pick am Start. Also die letzten zwei waren für mich irgendwie völlig ausgeschlossen und ich dachte auch Pavlidis und ich weiß schon gar nicht, ja, Matcher weiß ich auch nicht. Nee, also Moise Kean war dann da schon auf jeden Fall mein Favorite. Aber naja, dann steht's 1-1, was die Snipes angeht. Weißt du, ich hatte gerade noch Mitleid mit dem ersten Snipe mit dir, jetzt aber gar nicht mehr. Null. Ja, ey, ich, aber trotzdem. Also wenn, dann hab mehr ich Mitleid verdient als du, weil ich spiele nicht mal international. Ja, sowieso, ich hatte ja Mitleid, aber jetzt ist vorbei, Digga. Jetzt vorbei. Jetzt hoffe ich, ich snipe noch die anderen beiden. Schieß los. Okay, Flügelposition. Also, ob rechts oder links dabei, ganz egal. Wir haben einmal Scope Olsen, es geht dann weiter mit Igor Pajao. Ja, ich hoffe, den spricht man so aus. Wir haben Zalewski, wir haben Mason Greenwood und wir haben Savio. Es wäre lustig, wenn du Mason Greenwood holen würdest. Deswegen, log it in, man, Greenwood. Es wär lustig, es ist aber nicht lustig, denn ich habe Paik Schau geholt, der mit einer 79 also am Start bleiben darf. Wichtige Angelegenheit. Okay, check, dann komme ich zu meiner zweiten Position. Ein neuer Keeper musste natürlich geholt werden und da haben wir zur Auswahl mit auslaufenden Verträgen einmal Alex Nübel natürlich vom FC Bayern. Wir haben Bernd Leno von Fulham, das wäre ein Comeback natürlich. Wir haben Kepa ebenfalls aus der Premier League von Chelsea und zu guter Letzt dann noch Kanesecki, das wären die ohne auslaufenden Vertrag von Atalanta. Und Raya mittlerweile zurück bei Brentford, ist ja aktuell bei Arsenal. Ich würde sagen, entweder Kepa oder Kanesecki.
Kanesecki geisteskrank. Ich hatte den mal in der STG. Ich würde aber mit Kepa gehen. Vielleicht hat er ja auch einen auslaufenden Spielervertrag. Kepa geil. Noch nicht ganz so alt oder nicht so alt wie ein Ledo als Beispiel. Und deshalb würde ich mit Kepa gehen. Ja, das erste Jahr hat sich absolut nicht gelohnt, weil jetzt im zweiten Jahr kriege ich richtig. Du musst es an der Stelle zensieren. Ja. Hast du denn noch einen anderen Torhüter, oder? Ja, Bredlo, Digga. Der hat eben letztes Jahr seine Einsätze gemacht, darf dieses Jahr auch wieder. Okay, alles klar. Also, ja, jetzt bin ich im Modus, ja. Jetzt ist vielleicht dann doch die Motivation wieder da, trotz dem Verlust von Teze bei mir. Vielleicht kommt aber auch bei mir ein zweiter Verlust mit dazu und dann ist die Motivation wieder weg, denn ich habe einen neuen Stürmer verpflichtet und für dich gibt es zur Auswahl einmal Mateusz Kunja, wir haben Noah Okafor, wir haben dann hier Amin Adli, wir haben Gianluca Scamacca oder Fran Navarro. Gib ihm Okafor. Na okay, let's go, geil. Dann darf ich also bei mir Mateusz Kunja behalten und hab nur den einen Snipe. Es hat wirklich bitter begonnen, aber nimmt dann ein ganz versöhnliches Ende. Jetzt ja, bei dir. Das versöhnliche Ende ohne Logik wie immer, ne? Wobei bei Kepa war es ein bisschen Logik, bei Ken war es mal wieder Chris Leches, ich hab keine Logik und picke Player. Ja, so vielleicht einfach auch mal ein bisschen Glück, muss auch mal sein. Ja, ich hab ein bisschen Glück. Also, ja, dann hau, du hast ja noch eine 5er Auswahl, oder? Position, richtig, 5er Auswahl für den Rechtsverteidiger. Und da haben wir auch allesamt natürliche Rechtsverteidiger und allesamt auch mit einem auslaufenden Vertrag. Mhm. Wir haben den G von Feyenoord Rotterdam, glaube ich, genau. Wir haben Arnau Martinez von Girona, müsste es sein? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann haben wir Davide Calabria von AC Mailand. Dann haben wir noch Kollege Baku, Liga-intern von VfL Wolfsburg. Und zu guter Letzt, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Boehi, B-O-E-Y von Galla. Mhm. Der Rechtsverteidiger, der Franzose. Genau, ja. Der ist ja auch nicht so kacke. Ja, nee, der ist tatsächlich auch ganz gut. Ich würde aber mit der ersten Auswahl gehen in deiner Fünfer-Auswahl gerade. G. Ja, ich würde den G einloggen. Als natürlichen Rechtsverteidiger. Ja, vielleicht. Wieso denn nicht? Dann darf ich immerhin einen Spieler behalten. Let's freaking go. Es ist Sacha Boehi geworden. Hätte ich mal lieber einen Ersatzstürmer oder Ersatztorhüter geholt, denn ich habe gedacht, diese Position der Rechtsverteidiger wäre die kritischste und dabei hast du mir die anderen beiden weggesniped. Ja. Läuft auf jeden Fall. Innenverteidiger ist dann noch Tanganga geworden von den Spurs. Muss ich noch die Position natürlich ändern. Mhm. Und ja, Sabé habe ich als Außenverteidiger Backup geholt. War nicht nötig, weil Boehi ist am Start und die anderen beiden dafür nicht. Ja, okay. Ja gut, also naja, immerhin habe ich mal zwei Spieler gesniped. Ist, denke ich, ganz gut, denn, und ihr seht das gerade hier bei mir, ich habe tatsächlich einfach nur einen einzigen Innenverteidiger in der Mannschaft und ich habe nur vier Verteidiger in der kompletten Mannschaft, im kompletten Kader. Das ist Mittelstädt, das ist Diakité, das ist Wagnoman und jetzt einer aus der Jugend mit einer 66, Schmidt. Einfach schlechte Kaderplanung, würde ich mal an der Stelle sagen. Ja, ich hatte aber leider auch nur 40 Millionen und das, obwohl ich im Vorjahr 20 Millionen mit rübergenommen habe, eigentlich, aber naja. Schlechte Kaderplanung, ja, wobei ich musste ein bisschen ins Risiko gehen, weil ich wollte mich ja schon auch verbessern. Ist auch verständlich, alles easy. Unterm Strich bin ich aber noch immer nicht so zu 100% zufrieden, weil die Mannschaft ist noch immer absolut ausbaufähig. Aber gut, wir sind damit jetzt am Ende der zweiten Sommertransferphase und wollen damit auch ans Ende der zweiten Saison, wo wir uns jetzt dann gleich wieder im Anschluss sehen. Am Ende der zweiten Saison angekommen, gibt es hier noch eine ganz kurze Kleinigkeit. Dennis, du hast ja noch einen neuen Torhüter verpflichtet, also das haben wir im Winter kurz außen vor gelassen. Ich habe ja eh nichts gemacht, also darf man sowieso behalten. Wer ist es denn da geworden bei dir? Marcin Bulka. Oder wie der Bruder auch immer ausgesprochen wird, aus Polen. Ja, genau. Ich glaube, der war mal bei Nizza oder... Ach, irgendwo habe ich den letzt gelesen. Der ist bei Nizza gerade und war davor bei Paris. Ah, okay. Alles klar. Also, das auf jeden Fall deine neue Nummer 1. Ich habe nämlich bei Dennis so ein bisschen mitbekommen mit Bredlo hinten drin. Und das kennt ihr selber ja auch. In der Simulation ist man eigentlich komplett, ja, dem Schicksal offenbart. Oder wie sagt man? Ich weiß es nicht. Wenn Bredlo das einzige Problem gewesen wäre, Digga. Ja. Wenn Bredlo das einzige Problem wäre, dann hätten wir ja noch Luxus. Ja, und das heißt jetzt im Endeffekt, in der Tabelle steht der VfB wo? Ach ja, Bruder, fang du doch gerne an. Ja, also bei mir ist es der Platz, der bei dir im ersten Jahr da stand. Es ist Platz 6 mit 54 Punkten. Ziemlich souverän dann da im Mittelfeld. Ist in Ordnung, besser als erwartet. Und von daher bekomme ich diesmal die 12 Punkte, die es bei dir im letzten Jahr gab. Ja, bei mir kannst du 6 mal 2 rechnen und dann hast du meinen Tabellenplatz. Und ja, Digga, ich bin so bedient. Mir fehlen alle Worte. Mir fehlen alle Worte, weil... Ich weiß, jetzt heulen wieder einige in den Kommentaren rum und es ist mir scheißegal, Alter, weil Leute, die uns jahrelang gucken, die wissen einfach nur mal, wie ich bin und die akzeptieren das oder verpissen sich halt. Sorry an der Stelle auch mal erwähnt, weil ich es immer mal wieder lese. Simon mit einer 63er Gesamtstärke hatte zur Hälfte der Saison dieselbe Einsatzzahl, so wie Bredlo, der eine 71 hat. Also mir soll wirklich jemand erklären, klar, der eine hat dann Rolle irgendwie sporadisch gehabt, der andere Perspektivspieler, aber auf welcher Basis macht es denn Sinn, einen 63
64er Keeper da immer wieder reinzuwerfen. Also wirklich, wenn das Rating so einen Unterschied macht, also so ein Unterschied ist, dann kann man doch nicht immer wieder einen 63er Keeper reinwerfen. Oder den Florian Schock hier, genau dasselbe. 63er Rating, 5 Einsätze. Hammergeil. Also zur Hälfte der Saison hatte Breto 10, Simon 10 und Schock 5. Also ich finde das hammerwild, wirklich zu geil. Ja, safe, auf jeden Fall. Also bin ich komplett bei dir, das ist natürlich maximal belastend. Ist aber einfach wieder mal EA, man kennt es ja leider Gottes auch nicht anders. Hauptsache Schnee ist im Menü, Digga. Schnee, der hier runterfliegt, das ist es, das, was wir brauchen. Ja. Genau das, scheiß auf Karrieremodus, fix ist, sonst was. Nee, Digga, Schnee fliegt, das ist doch die Hauptsache. Ja, das ist das Wichtigste, könnte man echt meinen. Naja, also das heißt auf jeden Fall, Mann, für dich gibt es 6 Punkte dann aufgrund der Liga-Platzierung, für mich gibt es 12. Nichtsdestotrotz, es ist Stand jetzt ja immer noch nur ein Punkt Vorsprung für mich. Im Pokal kommt 2 Punkte mit dazu. Da habe ich gewonnen, einmal gegen Darmstadt und gegen St. Pauli. Dann war aus gegen Leipzig. Ich habe Unterhaching und zweite Runde habe ich verloren. Perfekt, gegen Heidenheim. Okay, also heißt ein Punkt für dich, 2 Punkte gibt es für mich. Trainer des Monatspreise, weiß ich nicht. Also vielleicht ist da was da. Oh ja. Europa League kann ich übrigens noch 2 Punkte anbieten, weil ich immer in die Vorrunde gepackt habe, aber direkt gegen Feyenoord geflogen bin, nachdem man natürlich, komisch, Digga, ich habe heim gewonnen und dann auswärts 4-0 verloren. Man kennt's, Digga, standardmäßig. Ja, okay, stimmt. Normalerweise immer andersrum, diesmal aber auswärts auf den Sack bekommen. Normalerweise hätte ich jetzt auswärts gewonnen und heim dann auf die Fresse bekommen. Diesmal scheint's umgekehrt zu sein. Ja, okay, aber stimmt, die 2 Punkte für dich, auf jeden Fall. Das würfelt der Karrieremodus ja auch, was jedes Jahr aufs Neue overpowerter ist. 100%. Auswärts oder heim? Ja, 100%. Also ist echt so. Aber naja, ey, Gruppenphase überhin mal überstanden. Also das ist ja gar nicht mal so übel. Gibt es den Trainer des Monatspreis bei dir? Ach, Digga, das würde mich stark wundern, wenn es da einen geben würde. Schauen wir rein. Nö. Okay, bei mir gibt es da eine 1. Also muss ich wohl einen richtig guten Monat gehabt haben. Ist in Ordnung. Ist aber trotzdem noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich, was das angeht. Und bei mir ist es so, Simon hat keinen einzigen Einsatz. Nübel hat alle gespielt, hat aber halt auch leider nur 4-mal die 0 gehalten. Digga, mein Keeper hat 19 Einsätze und 4 Spiele zu 0. Ja, aber eigentlich müsste der Punkt ja streng genommen an dich gehen, ne? Also was die Quote dann angeht. Ja, auf jeden Fall, aber machen wir ja nicht, deswegen, es geht ja nur um die reine Anzahl. Ja. Vorlagen bei mir wieder Trauerspiel 7. Ja, okay, geht aber an dich, da habe ich 6 nur. Oh, okay, perfekt. Also zweimal in Folge. Ein Ding der Vorlagen. Und Juan José Perea, der anstelle von Ken gespielt hat, hat 21 Tore gemacht. Ja, okay, also bodenlos, geht tatsächlich auch an dich der Punkt. Ich habe 14 Somerville, 14 Paik Zhao, 12 Girassi, 10 Kunja. Die teilen sich leider viel zu oft die Dinger auf. Aufgeteilt. Ich habe halt Cameo mit 19 und Perea mit 21. Also der Schwächere von beiden hat aber auch mehr Tore gemacht. Was hat Perea für ein Rating bei dir? 75 jetzt. Okay. Plus 4 bekommen in einem Jahr. Wirklich stark. Also da kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Das ist sehr, sehr gute Ausbeute bei dir. Lass mich mal ganz kurz bei mir durchrechnen. Wir sind bei 14, 15, 16 Punkte bei mir. Gute Ausbeute mit Platz 12 in der Liga. Also das müsste jetzt aus den 14 Punkten zu Beginn der zweiten Saison 14 bei dir, kommen 12 mit drauf. Heißt, wir sind bei 26. Ich hatte 9. Es kommt 16 oben drauf. Heißt 25. Bedeutet, Dennis, man geht an deiner Stelle, ja, mit einer Führung von einem Punkt 26 zu 25 ins dritte Jahr. Und da entscheidet sich jetzt dann auch, schaff's ich weiter in der Europa League, als das jetzt bei Dennis hier über die Vorrunde hinaus war. Wobei trotzdem da dann noch ein bisschen was passieren muss. Und dann hoffe ich, dass wir trotzdem beide auch zumindest mal national abliefern und uns dann fürs vierte und zugleich letzte Jahr, also die übernächste Saison, international qualifizieren. Heißt 26 zu 25 und den Sprung ins dritte Jahr. Alle guten Dinge sind 3, wir starten also rein. 3, 2, 1, let's go. Und auch hier läuft auf jeden Fall wieder der Timer und es läuft jetzt natürlich die Zeit, um 67 Millionen auszugeben. Ich will ehrlich gesagt eigentlich niemand verkaufen. Wobei, natürlich, Angelo Stiller, den will ich ersetzen. Bedeutet, wenn der Platz auf der Bank nimmt, ist er automatisch halt auch Konkurrenz für einen möglichen Neuzugang. Denn ich will und wir müssen zwingend einen neuen Innenverteidiger verpflichten und einen neuen Sechser. Beides so um die 80, 81 rum. Das wäre super, das wäre wünschenswert. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen, das sehen wir gleich. Vielleicht setze ich aber auch weiter auf Stiller und hole hier einen neuen Linksverteidiger anstelle von Mittelstädt. Wir schauen einfach mal. Aber ihr seht es natürlich gleich alles. So Leute, die Zeit beginnt fürs dritte Jahr. In 3, 2, 1, let's go. Das zweite Jahr war ein absoluter Flop, Leute. Diese 2 Snipes haben wehgetan. Wenn aber Breto dann die Einsätze gemacht hätte, dann wäre es vielleicht sogar insgesamt ein ordentliches Jahr noch gewesen. Aber mit diesem 63er Keeper, die 15 Einsätze insgesamt haben, ja, wurde uns einfach mehr oder weniger das Genick gebrochen. Weniger Budget als im
zweiten Jahr noch, da hatten wir 55 Millionen, jetzt sind es 45 und damit kann ich euch jetzt schon mal spoilern, werden wir exakt einen Spieler holen, nämlich einen neuen Stürmer anstelle von Perea. Maxi Mittelstädt und 27 Millionen obendrauf für Marco Correa, das ist unser neuer Linksverteidiger, ganz wilde Frisur, hoffentlich aber auch genauso wild und das im positiven Sinne, logischerweise auf der Linksverteidigerposition, das ist eine Verbesserung um 4 Ratingpunkte und man kann ihn natürlich noch als linken Außenverteidiger umtrainieren, Fakt ist aber auch, wenn Dennis auf Cucurella später kommt, haben wir weder ihn noch Maxi Mittelstädt noch einen anderen Außenverteidiger-Backup und dann sieht es wirklich wieder ganz, ganz übel aus. Und diesmal kommt wieder ein Stürmer, der dem Ende seiner 20er Jahre entgegengeht. 28 Jahre ist Bolaye Dia alt, den wir also aus der Serie A verpflichten mit einer 83er Gesamtstärke im Sturm. Langfristig also der Guirassy-Ersatz, der hoffentlich nicht gleich gesniped wird. Und es ist auch der letzte und einzige Transfer in diesem dritten Jahr, weil mehr brauchen wir nicht. Damit die 80er Gesamtstärke im Kollektiv. An der Stelle Grüße an Chris. Wie immer gepackt und ja, das hoffentlich bleibt es dann auch so. Auf der Suche nach Innenverteidigern waren wir europaweit unterwegs. Zumindest die europäischen Ligen haben wir durchwühlt und haben Spieler weltweit gescoutet. Unter anderem jetzt in dem Fall hier Medina, Innenverteidiger vom RC Lens, wo ich eigentlich nur gestoppt hatte, weil ich Kevin Danzo gescoutet hatte. Auch er war ein Kandidat. Medina aber mit einem auslaufenden Vertrag kostet uns nur 30 Millionen und bringt uns rein finanziell betrachtet jetzt dann auch auf den Tiefpunkt. Da ist kein Geld mehr auf dem Konto. Volles Risiko, keine weiteren Neuzugänge. Ich hoffe, Medina und auch natürlich der andere Neuzugang werden uns erhalten bleiben. Ich hoffe wirklich ganz, ganz stark. Kurz und knapp, dritte Sommertransferphase. Es ist nicht ganz so viel passiert. Dennis hat einen Neuzugang, ich habe zwei Neuzugänge und kann direkt schon mal vorwegnehmen. Logischerweise, Dennis nur ein Snipe, beziehungsweise nur ein Neuzugang, deshalb auch nur ein Snipe. Gesaved wird bei mir Marc Cucurella. Das ist der neue Linksverteidiger. Kostet mich 27 Millionen und zuvor Maxi Mittelstädt noch im Tausch. Und mein anderer Pick kommt nachher dazu. Da das aber die dritte Transferphase ist Dennis natürlich als Gast jetzt hier wieder an der Reihe mit seiner ersten Auswahl. Okay, check. Dann kommen wir zu meinem neuen Stürmer anstelle von Moise Kean, der uns ja letztes Jahr leider Gottes verlassen musste. Wir haben auslaufende Verträge am Start, allesamt, die auf der Liste sind. 4 aus der Serie A, einer nicht. Das ist Daniel Malen, dessen Position wir natürlich ändern können zum Stürmer. Wir haben aus der Serie A einmal Moussa Barrow, dann haben wir Ademola Lookman, wir haben Bolaye Dia und ja, Tammy Abraham als Roma-Fan wird dir ja auch was sagen, gehe ich mal von aus. Mhm. Ja, ist schon richtig interessant. Tammy Abraham, Dia oder der Zweite. Ich weiß gar nicht, wer der Zweite war. Der Zweite war Barrow. Ja, genau. Barrow, Moussa Dia oder auch Tammy Abraham. Sind nicht sogar alle irgendwie aus der Serie A? Ja, ich habe gesagt, viermal Serie A, einmal nicht und das ist mal. Achso, stimmt. Ja, genau. Ich dachte irgendwie, das habe ich jetzt aus auslaufende Spielervertrag oder sowas projiziert. Nee. Ich gehe einfach mit dem Besten, komm zum Schluss. Und ich gehe mit dem Roma-Herz und gehe deshalb mit Tammy Abraham. Ja, lock ich ein. Ach Digga, warum packe ich nicht einfach künftig immer irgendwelche Scheißspieler von Rom oder Köln oder von wem bist du noch Fan, Bro? Sag mal. Nee, das war's. Also Roma bin ich ja großer Sympathisant und international schon Fan, aber nichts geht über Köln natürlich. Gibt's noch ein paar Vereine, die Sympathien bei dir entwickeln im Herz? Verspüren lassen? International? Allgemein. Ja, ich mag Dortmund eigentlich noch. Okay, Digga, dann hau ich künftig Dortmund, Rom und Köln-Spieler nur noch auf Listen, Alter. Damit habe ich meine Taktik am Start. Ja, ich habe auf jeden Fall Bolaye Dia geholt. Nein, für die Stürmerposition. Das heißt, er war unter deinen engeren drei, aber das Roma-Herz hat mir in dem Fall geholfen. Plus ja. An die Roma. Ja, das ist wirklich sehr, sehr stark. Wobei ich sagen muss, von den drei war Dia tatsächlich der auf Platz 3 dann auch stand. Ja, das habe ich auch in meinem Part erwähnt. Im Endeffekt habe ich jetzt ein Guirassy mit besserer Gesamtstärke. Ja, okay, alles klar. Naja gut, dann bin ich sehr gespannt, inwieweit der auf jeden Fall einschlägt. Aber Dennis, ein neuer Stürmer ist auf jeden Fall am Start. Bei mir ist ja schon ein linker Verteidiger am Start, genau. Und jetzt auch hoffentlich ein neuer Innenverteidiger. Wenn nicht, muss meiner aus der Jugend wieder spielen, der Schmidt. Wir haben einmal Juan Foyt zur Auswahl. Der ist eigentlich ja Rechtsverteidiger, kann man aber problemlos umtrainieren. Dann haben wir, und das habe ich von dir gelernt, der Buongiorno, der Innenverteidiger vom FC Torino. Wir haben Kevin Danzo, aber nicht nur ihn vom RC Lens ursprünglich, sondern auch Facundo Medina. Der übrigens ist der Einzige mit einem auslaufenden Vertrag in der Auswahl. Und zu guter Letzt noch Axel Disasi, der Franzose vom FC Chelsea. Gib ihm Danzo. Geil, okay. Mein Neuzugang kommt zwar von Lens, ist aber tatsächlich der mit dem auslaufenden Vertrag. Ist Facundo Medina. Ich dachte, ich sag's dazu. Vielleicht fliegt's mir um die eigenen Ohren. Vielleicht aber ist es auch auf jeden Fall dann das Erfolgsrezept. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt rein, oder? Gehen wir wieder ans Ende der Saison. Ja, machen wir. Let's go. Hier seht ihr unsere Tabelle und hier seht ihr auch zumindest mal meine beste Platzierung, auch wenn es nur wenige Punkte mehr sind als noch im Vorjahr. Da sind wir gerade so Sechster geworden. Jetzt sind wir gerade so Vierter. Bedeutet, der VfB so Stuttgart frech, geht in Alter. Die Champions League. Das ist frech. Wie viele Punkte? An 59.
Digga, mit 59 Punkten wärst du Siebter bei mir. Das ist so frech, ja, Alter. Ja, also das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich habe parallel, während wir simuliert haben, zu Dennis gesagt, ey, ich spiele so oft unentschieden. Ich habe 11-mal unentschieden. Ich habe 7 Niederlagen. Ich hätte niemals gedacht, dass es für mich in die Champions League geht. Ja, gibt für mich 14 Punkte. Wie viele kommen bei dir oben drauf? 20. Oh mein Gott, wirklich? Ja, wow. Der VfB Stuttgart mit exakt, wir halten fest, 2 andere Spieler, ein anderer Keeper, der in der Rückrunde letztes Jahr kam, ja, und ein neuer Stürmer reichen aus, um von Platz 12 letztes Jahr auf Platz 1 dieses Jahr zu gehen. Es war aber auch super knapp, muss man sagen. Mhm. Ich habe letzten Spieltag unentschieden gespielt gegen Hertha, bin punktgleich mit Leipzig Meister geworden. Am Ende hat die Tordifferenz entschieden, 3 haben wir mehr. Und ja, das sind 3 entscheidende mehr, weil damit sind wir Meister geworden. Ja, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, sehr, sehr geil, Respekt auf jeden Fall. Aber du spielst Champions League nächstes Jahr, das finde ich nicht gut, da sage ich kein Chapeau, Alter. Ja, das hätte auch mal gut und gerne Platz 7 wie bei mir sein können. Natürlich, aber ich hoffe, somit wird es nochmal so ein bisschen spannend. Also du bist ja sowieso schon mit 1 Punkt Vorsprung reingegangen, zu dem einen kommen jetzt weitere 6 obendrauf. Bedeutet also 7 Punkte Vorsprung aktueller Stand der Dinge und vielleicht werden es ja noch mehr. Ja, du spielst aber auch international und ich nicht. Und Pokal kann ich jetzt schon mal weitermachen. Da kommen wir jetzt nämlich zum zweiten Wettbewerb. Ja, das liegt einfach dem VfB Stuttgart nicht. Wir sind wieder in der ersten Runde. Runde 2 ausgeschieden. Warte mal, erste Runde, das heißt, du hast im letzten... Aber nee, letztes Jahr hast du ein Spiel vorher gewonnen, glaube ich, gell? Ja, genau, letztes Jahr war Runde 3. Das heißt, jetzt also für dich keine Punkte. Ja, stark. Ja, genau. Heißt, für mich gibt es einen, weil ich Mainz schlage, es gibt einen weiteren, weil ich Union schlage, es gibt noch einen, weil ich Hoffenheim schlage und dann verliere ich 4-0 gegen Dortmund. Naja. Im Halbfinale? Ja, genau. Mhm. Ah, okay. Ja gut, 3 Punkte. Ja, auch noch stabil. Okay, das ist schon mal, das da holst du schon mal ein bisschen was auf. Also, ne, die Hälfte von der Meisterschaft schon mal. Ja. Und dann Europa League. Ging es bei dir weiter als bei mir letztes Jahr? Bei mir war es ja Vorrunde. Ich hatte aber auch Arsenal in der Gruppe, du nicht. Arsenal ist ein ganz gutes Stichwort. Die haben bei mir tatsächlich das Finale erreicht in einem direkten englischen Duell gegen die Magpies. Newcastle war bei mir hier im großen Europa League-Finale und die haben das Ding auch gewonnen. Okay. Ich hatte dann halt leider bei meinem Glück direkt Newcastle im Achtelfinale und habe zum Glück, Alter. Ich habe im Elfmeterschießen erst verloren, nach 2-2, 7-6. Aber krass, auch Newcastle hatte in der Vorrunde gegen Barca einfach gewonnen. Mir hat Real Sociedad Manchester United 5-0 im Gesamtergebnis nass gemacht. Ja, das ist natürlich echt richtig krass. Also wirklich brutal. Naja, also für mich ging es immerhin mal ins Achtelfinale, aber ich kann mir genauso wenig davon kaufen wie du im Vorjahr, ob man jetzt in der Vorrunde oder im Achtelfinale rausgeht. 2 Punkte. Bedeutet es immer noch 2 Punkte Rückstand von meiner Seite aus. Und ich denke, bei deinen Toren geht wahrscheinlich da auch ein bisschen was auf dein Konto. Trainer des Monatspreise könnte... 0. 0? 0. Hä? Also ich habe wieder eine 1. Also... Ach komm, ja. Ach, halt's Maul. Ich guck, warte mal ganz kurz, ich guck kurz in den Kalender rein. Mhm. Gib mir kurz einen Moment. So viel Zeit muss sein. Okay, hier 2-mal unentschieden. Ja, hier, April, jedes Spiel gewonnen. Wir schauen rein. Okay, hier 1-mal unentschieden. Ja, unentschieden. Ja, okay, in der Hinrunde vielleicht noch. Also 1 Monat safe. Hier auch jedes Spiel gewonnen. 2 Monate, wo ich jedes Spiel gewonnen habe. Ja, der Assistenztrainer, nicht Assistenztrainer, die Bundesliga hat einfach was gegen mich. Und das schon seit FIFA 18, seitdem es die Showdowns überhaupt gibt. Ja, hammergeil. Ja, wenn ich bei mir so durchgucke, sage ich, der erste Monat hätte einer sein können. Und dann waren noch 2 dabei, wo ich nichts verloren habe. Und 1, wo ich nur 1 verloren habe und den Rest alles gewonnen. Naja, also mit dem einen nehme ich natürlich mit, ja, nehme ich super gerne dann auf jeden Fall auch an und bedeutet, müsste jetzt sein, ihr seht es ja bereits ja schon live mitgerechnet, wobei manchmal ist es echt voll schwierig, alles was man hier mitschreibt und im Video denke ich dann, hä, die Punkte sind irgendwie anders, aber naja, heißt auf jeden Fall, es müsste Stand jetzt nur 1 Punkt Rückstand sein, wenn du, Dennis, Meister geworden bist einfach. Auch ein Grund, weil der Torwart gut war? Fragezeichen? Ja, 8 Spiele zu 0 halt, ist in Ordnung. Okay, dann bin ich damit hier zurück, ja, der Ausgleich, Nübel hat 9. Ach, come on, Alter. Wahrscheinlich spielst du halt eine minimal bessere Saison, aber Nübel hat auf einmal 9 Spiele zu 0 und letztes Jahr nur 4. Ja, das ist echt, also eine ganz komische Sache. Ja, bei den Vorlagen, okay. Ja, ist okay, ist gerade so zweistellig mit 10. Ja, die geht auf jeden Fall an dich, ich habe 7. Oh, stark, okay. Gut. Dann Tore gehe ich mal auch aus dieses Jahr an dich, ich habe 19. Ja, okay, Girassi hat 23 bei mir. Okay. Hast du Girassi noch immer bei dir? Nö. Der hat bei mir mittlerweile eine 85. Kann er gerne haben, ist mir relativ egal. Ich habe Boulaye Dia, Digga, der wird im letzten Jahr, in das wir jetzt reinstarten, dich komplett auseinandernehmen. Das call ich jetzt schon mal an der Stelle. Und dieser Call wird mir gleich komplett um die Ohren fliegen. Ja, mal schauen, aber ich meine nur, weil wir es vorhin drüber gehabt haben, nach dem ersten Jahr hat sich Girassi ja 0 verbessert. Der ist mit der 80 geblieben nach einem Jahr. Ah, stimmt. Und ja, jetzt plötzlich auf 85. Ich rechne noch ganz kurz zusammen. Also bei dir sind es ja 20, die insgesamt dazugekommen sind. Heißt, 46 stehen da jetzt bei dir. Es kommen dann hier 17, 19, 20, 23 kommen bei mir mit dazu. Und damit steht es jetzt hier 46 für dich zu 48 für mich. Beide nächstes Jahr Champions League, 2 Punkte Differenz und damit die vierte und letzte Sommertransferphase
in der Konferenzschaltung. Die letzte Klappe also. Let's go. Ein viertes und letztes Mal. Der Timer beginnt in 3, 2, 1. Let's go. 20 Minuten laufen. Im Hintergrund seht ihr unsere Mannschaft. Die ist echt stark. Ja, am Anfang war ich ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht. Ja, ein Wagnumann ist in Ordnung. Kukureya, auch Paik Chao zusammen mit Somerville. Wir haben vorne Kunja, Gerasi. Das ist wirklich alles okay. Nübel 81, Medina, Diakite. Ich will einen neuen Sechser. Ich will einen neuen Zehner. Und vielleicht im Umkehrschluss keinen Spieler verkaufen müssen, außer so einen Kuhn oder einen Eklow. Wobei, einen Rieder könnte man gehen lassen, denn dann hätte man Eklow als Backup. Einen Kuhn könnte man vielleicht auch noch gewinnbringend verkaufen. Ich will hier auf jeden Fall zwei neue zentrale Schlüsselspieler. Sechser, Zehner und Dennis hat sicherlich auch einiges vor. Okay Leute, trotz der Meisterschaft letztes Jahr in Rückstand. Aber ich hätte doch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir nach dem letzten Jahr, wo wir nicht international gespielt haben, überhaupt noch eine Chance haben. Deswegen nutzen wir einfach das Beste, versuchen das Beste rauszuholen. 3, 2, 1, die Zeit beginnt. Und ja, da gucken wir mal. Wir haben ein Budget von 88 Millionen Euro auf dem Konto. Damit würde ich gerne in der Innenverteidigung noch was machen. Ich kann gar nicht mehr reden, Freunde. Es tut mir auf jeden Fall leid. Neuer Sechser wäre auch nicht verkehrt. Also so Innenverteidiger Sechser. Das sind unsere Pläne und mal gucken, wie ich das umsetzen werde. Neuer Sechser beim VfB, Liga-intern. Er hat bereits die Station Leipzig hinter sich und jetzt zuletzt auch in der Realität die Bayern. Also die Münchner, die Bayern, der deutsche Rekordmeister. Ein ganz, ganz großer Club. Aber dort ist die Konkurrenz vielleicht auch einfach ein bisschen zu groß. Wobei Conny Leimer ist 29, hat eine 84, hat sogar einen auslaufenden Vertrag, kostet uns 31,2 Millionen, wird der neue Abräumer. Angelo Stiller bleibt weiter Backup. Könnte natürlich sein, Dennis kommt hier auf Conny Leimer, dann wäre es eben so. Denn Stiller haben wir noch als Backup. Rieder haben wir aber bereits verkauft für nur 26 Millionen. Und das Geld mit knappen 80 können wir nämlich jetzt noch reingehen und wollen einen neuen Zehner. Und da soll eine richtige Maschine kommen. Unser erster Transfer fürs neue Jahr, Liga-intern, kommt Simakor von Leipzig. Mit weiteren Namen aus der Bundesliga, Liga-interne Transfers in dem Sinne auf dem Zettel, auf der Snipe-Liste, dann könnte oder hoffe ich mal zumindest, dass eben ein Chris nicht auf Simakar gehen könnte. Oder Simakor, wie auch immer er ausgesprochen wird. Unser neuer Sechster soll dann Boubacar Kamara von Aston Villa werden. Ein Spieler, bei dem ich mir damals gewünscht hätte, dass der FC Bayern so ein bisschen mehr Interesse an ihm gezeigt hätte, gerade weil er damals ablösefrei zu Aston Villa gegangen ist und man ja so oder so jetzt immer noch einen Innenverteidiger und Sechser-Hybrid sucht. Hier verpflichten wir ihn beim VfB Stuttgart, tauschen James Garner ein und zahlen nochmal 2,5 Millionen obendrauf. Und das für 65 Millionen. Dani Olmo wechselt also von RB jetzt zum VfB Stuttgart und damit haben wir zwei Neuzugänge in der vierten Saison. Ja, vierte Sommertransferperiode und alle beide kommen ursprünglich mal aus Leipzig. Also Olmo jetzt direkt von RB, Leimer über die Zwischenstation natürlich beim deutschen Rekordmeister. 65 Millionen, wir hatten noch knapp über 80 durch Verkäufe. Hier würden wir deutlich tiefer fallen, ja, denn da wäre Eklow der Backup, wenn Dennis auf Dani Olmo kommt und auf der anderen Seite, wie gesagt, noch immer Angelo Stiller. Risiko, dass wir bewusst eingehen. Ich freue mich drauf. Ich habe Bock und egal wie es ausgeht, es ist ein spannender und richtig geiler Showdown bis dazu. Ein Transfer, der über sehr viel entscheiden könnte, denn ich habe jetzt zu Darkov eingetauscht. Der hat mir als 10, um ehrlich zu sein, über diese ganzen 3 Jahre nicht gefallen. Hat sich halt ordentlich entwickelt, Tore gemacht, aber er sollte halt Vorlagen geben und ich hoffe, dass Xavi Simmons das Ganze eher hinbekommen wird. Wir tauschen zu Darkov ein, zahlen 30 Millionen obendrauf. Und ob Simmons bleiben wird oder nicht, das wird für unsere Saison entscheidend. Daneben werden Namen aller Olmo, Baldanzi und Co. aufgezählt werden. Und dann ist es nur die Frage, überlebt er die Snipe-Phase oder eben nicht. Und damit steht unsere Mannschaft also. Xavi Simmons als neuer Zehner soll eben diese Zehner-Elemente reinbringen. Seine Werte sehen auch deutlich mehr aus, wie sie eben für einen Zehner sein sollten. Kamara als neuer Sechser, gegen Garner eingetauscht und Simakor in der Innenverteidigung. Falls der weggesniped werden sollte, haben wir da noch Tanganga. Aber ich hoffe einfach, dass alle drei Spieler diese Phase überleben. Ein letztes Mal heißt es jetzt, ab geht's in die Snipe-Phase und wir sind jetzt dann hier in Saison 4, bedeutet also, ich starte gleich wieder mit meiner 5er-Auswahl. Es gibt aber insgesamt nur 2 5er-Auswahlen, denn Dennis hat zwar 3 Neuzugänge, ich aber nur 2, weshalb wir halt dann maximal mit den, ja, niedrigsten gekauften Anzahl Spielern eines von uns 2 gespielten, ihr wisst, was ich meine. Ja, naja, Bruder, der längste Satz Rede, kurzer auf Erden, Sinn. Alter. Ich habe einen neuen Zehner. Und ich habe einen richtig guten neuen Zehner und hoffe natürlich auch, ich darf den behalten, denn ich würde richtig krass in den Keller fallen, was das Gesamtrating dann von Eklow da hinten angeht. Dein Bruder. Ja, ich habe... Der Bruder. Dennis meinte am Anfang vom Video, Eklow wäre mein Bruder, weil der optisch mir gleich sieht. Also könnt ihr mir gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es bis dato geschaut habt, dann Hashtag Eklow in die Kommentare. Naja, also ich habe zur Auswahl einmal Paulo Dybala, den man ja logischerweise umtrainieren könnte. Okay. Ich habe Julian Brandt, ich habe Mason Mount. Auch ihn könnte man mit plus 1 mindestens sogar, vielleicht auch plus 2 auf die 10 umtrainieren. Wir haben dann noch einen Dani Olmo, der sogar einen auslaufenden Spielervertrag hat. Ich glaube, Mason Mount hat auch einen und Kai Havertz wäre der letzte in der Auswahl. Ich würde
entweder auf Brandt, Olmo oder Havertz gehen. Okay. Und ich glaube, dass mit dem auslaufenden Vertrag, vielleicht ist es nur Bait, vielleicht bist du der Liga intern gegangen und ich würde mit Brandt gehen. Oh, let's go. Ey, mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. Das ist Dani Olmo geworden. Nein, ach man, hör doch auf. Ganz viel Glück. Ich hatte richtig Schiss, wirklich. Ich wollte noch Rafael Guerrero mit in die Fünfer-Auswahl packen. Ah, wahrscheinlich der Guerrero in der vierten Saison. Ey. Oh, nee, ey. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Dani Olmo, let's go. Oh, gerade so durchgekommen. Ich bin gespannt, wer bei dir jetzt in die erste Auswahl kommt. Okay, ich mach's dir gleich, denn ich habe auch einen sehr stabilen Zehner verpflichtet. Mhm. Ja, alle aber auf der Liste mit einem auslaufenden Vertrag. Okay. Also da haben wir nicht nur Olmo, der ist auf jeden Fall auch auf der Liste. Ein aktueller Leipzig-Spieler, ein ehemaliger mit Xavi Simons auch, also hier ehemalig, aktuell ist er ja noch am Start. Yeah. Wir haben Olis von Crystal Palace, bei dem man natürlich auch die Position locker ändern kann zum Zehner. Wir haben Baldanzi vom FC Empoli, 2027 läuft sein Vertrag aus. Und Kubo, den man auch zum Zehner umtrainieren kann von Real Sociedad. Oh, Kubo, Takefusa Kubo, der ist ja richtig geil. Ja, Mann, ey, der kleine Twerker. Ich find's richtig krass, wir sind so im vierten Jahr und man sagt so alle mit auslaufendem Vertrag. Das ist so völlig absurd, wenn man bedenkt einfach, in 2027 sind wir jetzt hier gerade. Auf jeden Fall. Aber Kubo, der lässt mich irgendwie nicht los. Also richtiger Baller, richtiger Dribbelkünstler da. Ja, komm, ich gehe mit. Gute Künste mit dem Hintern? Nochmal bitte? Auch gute Künste mit dem Hintern? Das weiß ich jetzt nicht. Kennst du den Jubel von ihm nicht? Nein. Kennst du nicht den Jubel, wo er twerkt? Nein, von dem, nee. Bro, guck jetzt sofort YouTube Kubo twerk und dann guckst du dir das kurz an und dann reden wir noch kurz darüber. Ja, okay, ich bin mal gespannt. Ich mach das jetzt parallel einfach mal zeitgleich dazu. Und dann seht ihr wirklich meine, ja, wie sagt man denn, uneingeschränkte Twerk-Celebration tatsächlich. Was macht, was macht der denn da? Also hier macht er das Ding. Ja, er twerkt, Tor gemacht, er twerkt. Twerk, 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 twerk. Also jetzt jubelt er, jetzt läuft er noch raus und jetzt macht er so Ober... Ach, nein. Okay. Einfach hammergeil. Ja, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht freust du dich. Ich bleib bei Takefusa Kubo, gerade auch aufgrund so einem Jubel. Ja, komm, ich lock Kubo ein. Okay, dann darf ich Xavi Simons tatsächlich behalten. Stark. Ich bin voll ins Risiko gegangen. Ich habe Sulakov, meinen eigentlichen Zehner, eingetauscht, habe Geld oben drauf bezahlt. Ja, der Bruder hat eine 88, ist 125 Millionen wert. Ja, ich bin zufrieden. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich bleibe auch zufrieden. Wir kommen auf die Sechser-Position und da sind alle ziemlich gleich alt. 4x28, 1x29 und alle 5 haben eine 84. Neuer Sechser. Wir haben Edson Alvarez, wir haben Conny Leimer, wir haben dann hier Ibrahim Sangaré, wir haben Xaver Schlager oder Douglas Lewis. Wer waren nochmal die ersten beiden? Alvarez müsste das gewesen sein und Leimer. Wer ist Alvarez, Bruder? Ja, der Edson Alvarez, der war lange bei Dortmund im Gespräch. Ach, Edson, ich hab grad an Julian und den gedacht, nee. Aber Edson Alvarez, nee. Ja, ich würde auf... Junge, das ist eine sehr interessante Auswahl, aber ich würde einfach mal mit Douglas Lewis gehen? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Okay, dann darf ich meinen Konrad Leimer behalten, Junge, yes! Wichtig, okay. Er ist zwar der Älteste, hatte, glaube ich, einen auslaufenden Vertrag, ja, recht günstig bekommen. Conny Leimer und Olmo, damit habe ich zwei ehemalige Leipziger jetzt auch hier. Und darf also meine zwei behalten. Zwei sind es bei dir ja schon mal auf jeden Fall. Ob es drei werden, das sehen wir jetzt. Genau, lustigerweise bei mir Position Nummer 2 auch ein neuer Sechser. Ich habe James Garner eingetauscht und habe mir da auch einen sehr stabilen neuen Sechser geholt. Neue Gesamtstärke, besser auf jeden Fall. Mhm. Und da haben wir am Start einmal Konrad Leimer, ja, wer auch sonst, vom FC Bayern. Alle auslaufenden Verträge übrigens, bis auf einer. Das ist Arthur Vermeeren, der sich auch ziemlich stark entwickelt hat aus Belgien. Ja. Wir haben Tsubimendi von Real Sociedad. Dann haben wir Boubacar Kamara von Aston Villa. Wir haben Florentino von Benfica. Das sind noch die mit auslaufenden Verträgen und ja, das war die Liste. Ja, Kamara und Florentino, die hast du, glaube ich, auch schon öfter mal verpflichtet. Tsubimendi ist so völlig unscheinbar. Die würde ich eigentlich nicht wählen in so einer Fünfer-Auswahl, weil die La Liga irgendwie immer so unscheinbar ist. Aber vielleicht gehe ich heute mit dem. Conny Leimer vielleicht absichtlich bei mir weggelassen, weil man ihn selber verpflichtet hat. Jetzt kommen die Spielchen. Jetzt kommen die Spielchen, aber ihr merkt ja selber, also dann spinne ich das Netz hier ewig weit. Tsubimendi, weil ich jetzt einfach mal mit dem völlig unscheinbarsten gehe und deshalb locke ich den Spanier ein. Wann haben wir zuletzt Boubacar Kamara geholt? Der ist eigentlich gar nicht mehr so gut im Karrieremodus. Ja, ne? Also nur noch ein 84er Potenzial. Ja. Ich habe ihn geholt auf Basis dessen, weil ich ihn damals vom, beim FC Bayern gerne gesehen hätte. Mhm. Die haben den ja damals ablösefrei nicht geholt, also waren interessiert. Ja. Am Ende ist er zu Aston Villa gegangen. Und mein dritter Transfer, den hatte ich noch nicht erwähnt, das ist Simacon. Der hat dieselbe Gesamtstärke wie Kamara. Das Ding bei Kamara wäre aber gewesen, wenn du den rausgehauen hättest, dann hätte ich keinen Sechser gehabt. Wenn ich Simacon verloren hätte, hätte ich immer noch Tanganga gehabt mit drei Gesamtstärken weniger. Okay. Deswegen also Simacon nicht auf der Transfer.
Transfer ist oder in der Snipe-Auswahl, wie auch immer. Und ja, damit sind wir fertig. Okay, und damit dürfen wir all unsere Spieler behalten und vergleichen da gerne später am Ende der Saison auch nochmal unsere komplette Mannschaft. Ich bin da sehr gespannt, was die Ratings hergeben. Und dann springen wir ans Ende der Saison. Wir haben Bundesliga, Pokal und bei beiden auch die Champions League. Die Stunde der Wahrheit hat also geschlagen. 48 Punkte bei mir, 46 bei Dennis. Zumindest glaube ich, dass das der Zwischenstand ist. Wir kommen mit der Bundesliga dazu und ich nehme es vielleicht mal vorweg. Dennis hat im letzten Jahr 20 Punkte bekommen, weil er mit dem VfB Stuttgart Meister geworden ist. Kannst du dich zufällig noch daran erinnern, mit wie vielen Punkten? Ich glaube 72. Ah, okay, gut, dann habe ich nur 3 weniger. Aber trotzdem habe ich 6 Unentschieden, 7 Niederlagen und habe 2 Punkte mehr als die Bayern, 3 mehr als Leipzig, 4 mehr als Dortmund und Frankfurt. Also es war dementsprechend extrem eng. Heißt aber, 20 Punkte gibt es für mich. Ist es für dich frech, Back-to-Back so die Meisterschaft? Frech. Ja, Back-to-Back-Meisterschaft erstmal. Und du hast bei mir exakt dieselbe Statistik wie Bayern. 21 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Bayern ist aber nur Dritter bei mir mit auch 69 Punkten. Zweiter ist Leipzig mit 72 und wir sind Meister geworden mit 81 Punkten auf dem Konto. Das ist wirklich krass. Also beide die Meisterschaft und damit bleibt es eine richtig enge Angelegenheit. Ist der Pokalfluch bei dir gebrochen oder... Kannst du bitte erstmal anfangen, Digga? Hör mal auf mit Pokalfluch bei mir, danke. Ah, okay, sorry, ja. Fang bitte an, wo bist du gelandet? Ich war im Halbfinale. Boom, Digga, ich war im Finale, aber hab verloren. Ja, wirklich? Ja. Oh, okay, das heißt also für gegen dich gibt's 4 Punkte. Da haben sie mich geschlagen. Für mich gibt's 3. Ich habe 2-2 gegen Frankfurt gespielt und 7-6 nach Elfmeterschießen verloren. Okay, heißt, ein Punkt Abstand gerade für dich, für mich, auf dich, so rum wollte ich sagen. Ja. Ja, Champions League, 3 Punkte pro Runde. Wo bist du gelandet? Zuerst mal auf Platz 1 in der Gruppenphase. Okay, ja, da kann ich mitziehen. 6 Siege, 6 Spiele? Ich nicht. Ich habe nur 3 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage. Aber dann hatte ich Barca und dann war es das halt leider auch schon. Oh, let's go, Digga, so wichtig. Ich hatte doch Villarreal im Viertelfinale, im Achtelfinale. Aber dann im Viertelfinale City. Man hätte auch Rom bekommen können oder weiß ich nicht, Celtic, Napoli. Nee, Digga, ich krieg natürlich City. Leider 3-1 verloren, aber immerhin eine Runde weitergekommen als du. Das heißt, 2 Punkte Vorsprung statt jetzt noch, ne? Ja, und die Statistik und so werden es jetzt entscheiden, Digga. Und dann werde ich verlieren, Junge. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, wobei ich sagen muss, Trainer des Monatspreises, könntest du deine Führung ausbauen. Gönn, Digga. Bitte, bitte. Ja, Bruder. 3. Und jetzt, du hast verloren. Trainer des Jahres. Ja. Wirklich? Stark. Ja. Wow, okay. Aber ganz ehrlich, das wollte ich auch mit dazu sagen. Also, das hätte mich jetzt gewundert. Ich habe 0 Trainer des Monatspreise und du bist einfach Meister. Ey, ganz ehrlich, du warst im Pokalfinale. Also, da müssen ja gute Monate mit dabei gewesen sein. Vor allem auch, wenn man ohne Punktverlust aus der Champions-League-Gruppe rausgeht. Also dementsprechend ist das hier eine ganz klare Angelegenheit. Ich hatte mich am Anfang gefreut, weil ich dachte, ey, ich wusste, ich bin recht früh raus in der Champions-League, dass du nur eine Runde weitergekommen bist, aber auch die Meisterschaft geholt hat, ja, hat mich so ein bisschen gebrochen hier. Aber, naja, es ist eben so, Dennis ist jetzt auch schon offiziell der Sieger hier. Rein rechnerisch kann ich ihn nicht mehr einholen, aber Ergebniskosmetik betreiben. Und ich hoffe, das kriege ich hin. Nübel, 12-mal die Null gehalten. 14-mal Bulka. Keine Chance, okay. Was hat Bulka? Ah, nee, wobei, wir gehen gleich die Ratings durch. Ja, machen wir gleich. Genau. Vorlagen 13 von Cameo. Ja, perfekt. So viel dazu. Olmo 9. Und Tore 28, Cameo. Okay, 26, Girassi. Der hat tatsächlich eine 86 hat. Also lass mich ganz kurz hier überschlagen. 30, 36, 39 Punkte für dich jetzt allein in dieser Saison. Im Vergleich zu vorher bei 46 müssten also 85 Punkte sein für dich. Bei mir sind es 26, die in dem Jahr mit dazukommen und damit, ja, ist eine deutliche Angelegenheit. Also es müssten dann 74 sein. 11 Punkte Differenz, 85 bei Dennis, 74 bei mir. Völlig verdient aber. Wer Trainer des Jahres wird, 3-mal den Trainer des Monatspreis holt, der hat das Ding auf jeden Fall verdient gewonnen. An der Stelle also Glückwunsch an dich, Dennis. Und ich würde sagen, wir machen jetzt kurz einen Cut, also kein Cut wirklich für euch, sondern halt einfach einen Cut, was die Punkte angeht, denn jetzt schauen wir auf unsere Mannschaft, würde mich nämlich auch interessieren, ich glaube nämlich schon auch, dass deine Mannschaft besser ist und wir fangen an, Nübel, ich habe eine 82 bei Nübel. Bulka hat eine 86. Sehr, sehr stark. Viererkette bei dir auch? Ja, habe ich Meier 89, Buehi 89, Simakon 86, Diomandé 83. Ja, perfekt. Also da bin ich ja maßlos unterlegen. Wagnoman 82, Diakité 81, Medina 84, Kukureya 86. Ah, okay. Mhm. Ja, okay, krass. Gerade in der Innenverteidigung und auch Wagnoman, okay, gut, da ist halt bis mit dem gegangen, was der Kader hatte. Ja. Da habe ich halt von Anfang an relativ. Also meine ganze Startelf ist auch ausgetauscht. Ich habe keinen Stuttgart-Spieler hier mehr am Start. Ja, okay. Vierer Mittelfeld habe ich, Kamara 85, Medina 86, Loyodis 88 und Simmons 91. Ich glaube ziemlich identisch. Ich habe Leimer 85, Olmo 88, Paixão 88 und Summerville 90.
Ah, okay, ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Und dann meine beiden Stürmer, Cameo 90 und Dia 86. Ich habe 86 und 88 bei Kunja. Also definitiv die bessere Mannschaft dann bei dir. Von daher ist der Sieg auch in Ordnung. Ich glaube einfach, du wurdest belohnt für das, dass am Anfang der größere Umbruch bei dir am Start war. Und das, man muss ja auch mal dazu sagen, ich habe einmal auch noch zwei Spieler weggesniped, die auch richtig wehgetan haben. Wie, Alter? Ich war gebrochen im zweiten Jahr, Alter. Absolut. Komplett gebrochen. Und jetzt sehe ich schon wieder die Kommentare, oh, Dennis ist wie ein kleines Kind, im zweiten Jahr heult er und am Ende hat er gewonnen und ist dann glücklich wie ein kleines Kind. Ja, bin ich! Ich bin ein kleines Kind und ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe. So, ja. Das einmal erwähnt an der Stelle. So muss es aber auch sein und es ist dann einfach auch ein richtig geiler Showdown und genau so müssen die sein. Ihr wisst ja, bei mir ist es völlig egal. Ja, ich wäre auch gebrochen, wenn ich direkt früh, was weiß ich, wie hoch hinten liege. Aber hier war es ja bis zum Ende spannend und ich wünsche mir dann auch immer für euch, für uns, dass es einfach eine richtig geile, spannende Aufnahme wird und die war es, glaube ich, jetzt auch hier. Und 85 zu 74 müssten das ja dann gewesen sein, also an der Stelle für Dennis. Wir sind somit dann auch am Ende angekommen. Dennis hat gleich das Schlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, also dann lasst super gerne einen dicken Daumen nach oben da. Es war eine unfassbare, aufwendig geile Session hier und es wird noch aufwendiger in Zukunft. So viel schon mal vorweg. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, bei mir geht es dann hoffentlich gleich das Licht aus. Ich setze mich dann vermutlich auch recht schnell und recht flott an den Schnitt. Ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall mega aufwendig. Lasst Liebe da und Dennis hat das Schlusswort für euch. Ja, was soll ich sagen, ne? Zweites Jahr, die beiden Snipes und ne, dann auch 12. geworden nach dem ersten Jahr. Es war schon Bruch. Grüße an der Stelle nochmal an den Assistenztrainer. Wir sind ihn überkommen und haben es gepackt, trotzdem noch zu gewinnen mit zwei Meisterschaften in Folge. Mal auf meinem Kanal. Das Ganze mit Werder Bremen. Ich hoffe, ihr checkt das Ganze ab, wenn ihr fertig seid oder wenn ihr bei mir fertig seid, hier eben rüber und auch Liebe da lassen. Das wird es von uns gewesen sein. Als nächstes, ja, was steht an Showdown? Ihr werdet es sehen. Es wird sehr, sehr wild werden, Freunde. Bis dahin, Leute. Haut es mal rein. Ciao, ciao.